So, meine Lieben, heute spiele ich mal mit dem Jagd-Tiger auf Karelien gegen... Oh, Neuner. Ich bin mal Top-Tier. Die Gegner einen Emil 2 am X30 und eine 212A Arti. Also Gegner haben zwei Artis wie eine. Karelien, oh, das ist das scheiß Puff. Ich weiß doch nie so. TD. Links, na, wenn der Artito steht, bist du am Arsch, ne? Also ich mache, ich habe jetzt Feuerkraft. Feuer muss, die Feuerkraft muss auch irgendwie raus. Raus muss er! Oha. Ja, schon so viel Luft im Bauch. Das ist mein Problem, wo ich habe, ne? Ich stehe immer so scheiße. So, guck mal, jetzt seht ihr jetzt. Jetzt weiter. Oh. Ich sehe den jetzt nicht. Schön. Boah, der GWT hat noch voll weggerotzt. Brenn, du Sau! Wow! Was steht denn da noch? IS? Auch nicht mehr lang. Und oben steht noch der... Hier sind noch die ganzen anderen. Ich brauche ein bisschen länger. Scheiße. So, da machen wir mal Lucky Lucky auf die andere Seite. Oh. Ah, die brauche Hilfe. Warum kann ich da noch feuern? Oh, eine Arti ist noch da.
Komm du dann denn ran, Scheiße. Muss ich runterfahren, ne? Shit. Ja, gehen wir aufdecken. Vielleicht kann ich dann feuern. Nee, kommt nichts mehr. Kacke. Hätte ich noch keine Gugge gehen. Brandstifter! Stecken Sie mindestens ein Gegnerfahrzeug in Brand, stören Sie es dadurch. So, wir haben nicht so viel. Platz 4 mit 589 Erfahrung, 1631 Schaden, 3 Abschüsse. Haben. 6 Schuss abgegeben, davon waren 5 Direkttreffer. Wir haben einen Plus gemacht mit Premium mit 21.400 und ohne Premium 11.800. Jo, war okay die Runde. War okay. Ah, guck mal, da habe ich noch was. Da muss ich hier noch ein bisschen. Muss ich mal aufpassen, dass ich das alles noch bearbeite. Okay. So, meine Lieben, ich spiele mal im Jagd-T-Shirt. Das ist eigentlich einer der wichtigsten Reihen, die ich gerne mal noch zu Ende spielen würde, weil ich werde super gerne mal den Jagdpanzer R100 fahren. Was für ein neuner TD-Reihe oder neuner TD von welcher Nation findet ihr denn am besten? Also ich finde Jagdtiger, er ist, ich weiß nicht, ich spiele ihn vielleicht, passt auch nicht zu mir, weil ich ihn falsch spiele, weil ich habe immer so ein bisschen so das Gefühl, dass ich besser einen Turm habe, anstatt so ein steifes Teil. Der kassiert auch sau viel. Früher, ganz am Anfang, als ich den Tank bekommen habe, war es noch so, dass da viele Abpraller, viele. Aber seit die Goldmunition oder das halt sich alles so ein bisschen geändert hat, schalten die sofort um auf die Munition und rotzen mir egal wo rein. Ne? Ist schon ein merklicher Unterschied zu vorher. Ich finde auch sehr unbeweglich. Die Waffe ist schon gut, sehr präzise. Ich weiß aber wieder nicht, wo ich da hin soll. Kann ich ja absolut knicken. Da guckt ihr, guck mal, wie viele Panzer da stehen. Kommen jetzt die Kleinen, kommen jetzt durch. Komm, ich spiele Dänemark, aber einfach mal anders da. Ich habe jetzt gerade eh keinen Plan, wo ich mich hinstellen soll. Dann stelle ich mich mal so. Es dauert wahrscheinlich, bis ich da mal einer hinkrieg, ne? Oha. Eine kommt an der Löwe gleich.
5-5. So, kleiner Wichser. Komm, guck noch einmal raus, mein Freund. Noch einmal rausgucken. Scheiße! Hat schon einer geschrieben, ich soll nicht so schnell. Ich soll mal abwenden. Oh, leck mich am Arsch. Schönes Ding. Wo sind die Arschbrezeln dann? Merde du, hallo? Oh, gut, da kann ich schon die ganze Zeit gegen das Ding klotzen. Bringt mir nicht viel. Wir haben sie. Tiger, jetzt war ich mal auf Jagd, ey. Gott, dann ich mich doch komisch hingestellt. Aber es hat was gebracht. Wir haben auf jeden Fall mal gewonnen. Und es war, was, 14-10 oder so. War jetzt nicht gerade abziehen, aber ich dachte, wir würden verlieren, ne? So, wir haben nur 603 Erfahrung. 3 Abschüsse, über knapp 1000 Schaden. Mit Premium ein Minus von... Hä? Ich habe gar keine Goldmunition verballert, oder? Nee. War einfach nicht genug. Die Reparatur, guck mal. 17.000. Scheiße, die Munition nur 5.000. Mein lieber Scholli, also Tiger, da bist du nicht billig zu fahren, muss ich sagen. Nicht billig zu fahren.